Okay, das ist eine sehr traditionelle Gegend hier. 30.000 Euro für eine Pizza finde ich jetzt relativ teuer. Das ist eine typische Kommunistenarchitektur. Mobile ethnische Minderheiten. Das ist jetzt Klusch, also Klausenburg, habe ich mir schon sagen lassen. Auch eine Siebenbürger Stadt. Uhr Ortszeit. Ich war schon lecker Mittagessen und treffe mich gleich mit einem Kollegen, den ich seit 13 Jahren nicht mehr gesehen habe. Sebastian ist eine Urlaubsbekanntschaft aus Mexiko. Facebook macht es möglich, dass wir uns hier wiedersehen in seiner Heimatstadt Cluj. Und für ihn mache ich mich extra hübsch. Und deswegen war ich gerade duschen. Also recht praktisch, dass hier ein leicht erreichbarer, aufgestauter See ist, also ein Fluss. Ja, jetzt bin ich also bereit, die letzten 13 Kilometer, und dann lasse ich mir einmal Cluj vom Ortskundigen zeigen. Und da kommt auch schon gleich Verkehr. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier schnell wegkomme. Nee, muss ich gar nicht. Er schafft es auch so. Ihr habt euren Hund vergessen. Hör mal, gehörst du zu denen? Ah. Okay. Das ist eine sehr traditionelle Gegend hier. Ich bin entsetzt. Gerade mal in Cluj angekommen und da ist direkt vor mir ein rechtsradikales Kennzeichen. DDD. Wisst ihr, wofür das steht? Das ist für Döp, Dö, Dö, Döp. Hamburg lässt grüßen. Rechtsradikale mitten in Rumänien. Pfui! Grad, jawohl. Und mein ortskundiger Stadtführer leitet mich hier durch. Wie ich verstanden habe, ist die Kreditkarte das Busticket. Dass man so die letzten... You pay the ticket. So you just put the card here and you pay. Okay. Da bin ich jetzt überhaupt kein Freund von. Ja, brauche ich zwei Hände für. Und die letzten vier Zahlen von der Kreditkarte, das sind jetzt, das ist jetzt mein Busticket. Die letzten vier Zahlen, die müsste ich dann vorzeigen, wenn ich kontrolliert werde. Also ich bin ja ein großer Freund von Bargeld. Das passt mir überhaupt nicht, diese Digitalisierung in dieser Form. Aber gut, lasst uns mal darauf ein. Also, das ist er. Jetzt haben wir uns seit 13 Jahren nicht mehr gesehen. Hätte ich ja niemals gedacht in Mexiko, dass ich ihn hier mal in Cluj besuchen werde. Hab auch noch nie vorher von der Stadt Cluj gehört, aber macht jetzt schon mal einen schönen Ersteindruck. Jetzt befinde ich mich hier im Zentrum des Zentrums der Stadt Cluj. Übrigens C-L-U-J gesprochen. Die Statue hier von Michael dem Tapferen, der Rumänien gegen die Türken verteidigt hat. 30.000 Euro für eine Pizza finde ich jetzt relativ teuer. Ja, schön. Ein sehr angenehmes Wetter hier in Nordrumänien, in Transsilvanien. Sonnig, schön, aber durch den Wind kann man es gut aushalten. Das ist eine schöne Idee. Hier haben sie jetzt Gedichte an dem Kulturcafé
Und die werden dann hier von allen Seiten dran geschrieben. Und so können sie das wegwischen und ein neues Gewicht schreiben. Hey. Sehe ich auch zum ersten Mal sowas. Das Gefallenen-Denkmal für alle Soldaten, die im rumänischen Kriegen gefallen sind. Und eine wundervolle Sicht über die Stadt. Das wird bestimmt gleich noch besser, wenn da kein Grünzeug im Weg ist. Hier haben wir jetzt die Universität von Cluj. Die Universität hat auch ein eigenes Footballteam. Da hinten ist deren Stadion. Das ist sozusagen die Herzensmannschaft der Stadt. Der Underdog gegen den arroganten Rivalen, wird mir hier etwas parteiisch gesagt. Ja, und das ist jetzt die Stadt, wo ich gerade herkomme. Und jetzt zur Linken noch ein altes Kommunistenhotel. Belvedere, mittlerweile heißt es Hotel Transsilvanien. So ist typische Kommunistenarchitektur. Aber vielleicht ist der von drinnen ganz nett. Ich werde es nicht erfahren, weil wir gehen runter in den Central Park. Ich kann selber kaum glauben, dass ich hier hochgelaufen bin. Jedenfalls ohne es zu murren. Das hier ist jetzt der Central Park von Cluj. Und hier ist jetzt zuletzt dieses Jazz Festival gewesen. Und demnächst, Anfang August, kommt das Untold Festival. Das ist so der kleine Bruder von Tomorrowland, wo ich selber nie war. Bin zwar alt, sowas. Aber ja, hier sind dann wohl 500.000 Menschen, die dann hier rumfeiern bei diesem Festival. Und Wasser kann man trinken. Und wir gehen jetzt zu einem Casino, weil die haben einen Biergarten für mich. Das habe ich mir verdient. Mobile ethnische Minderheiten. Si, puedo hablar español, no hay problema. Sebastian spricht gerade mit seiner Ehefrau am Telefon. Rumänisch, eine romanische Sprache, ist mit dem Spanischen verwandt. Ist das jetzt hier der Biergarten oder was? Hey! Und hier dieses Casino ist eine beliebte Hochzeitslocation, dass man jetzt hier vorbeiläuft und dann stehen hier alle Spalier und schmeißen Blumen und sowas. Und hier kann dann auch getraut werden. Willst du dir mit dieser Frau das Leben verderben, dann sag jetzt ja. Ja, lacht, da steht nämlich Deutsch. Und das hier ist die Terrasse mit dem mir versprochenen Biergarten und das sieht wirklich gut aus. Enten, sehr gediegen, sehr gediegen. Und hier links sind schwarze Schwäne. Etwas Besonderes. Ein Schlachterbeil. Das wird jetzt hier mal einigen gefallen. 0% vegan. So we meat. Nettes Wortspiel. I love meat. Ja, ja. Ich als geborener Pflanzenfresser, nee, als erlernter Pflanzenfresser kann zumindest noch ja, ein Stück weit über mich selber lachen und sagen, komm, ne, so kreativ ist es, gestehe ich ja ein. Rom, Rumänien, Rom. Das ist jetzt Cluj, also Klausenburg, habe ich mir schon sagen lassen. Auch eine Siebenbürgerstadt. Klausenburg City Center.
Und hier gucken wir jetzt Halbfinale. Wo? Hier? Other One Club. Central Square. Ich stelle gerade wohlwollend fest, dass dieses relativ neue iPhone bessere Bilder macht als das alte. Ist übrigens ein 13 Max Pro, das bin ich mal gefragt worden. Das habe ich dann in Kolumbien so gegen Ostern erworben, nachdem sie das andere geklaut haben. Pizza by Slice, wow! Also die riecht schon mal extrem gut. €2,50 für so ein Viertel, na der Preis, der passt doch. Aber Gastgeber scheinen andere Pläne zu haben.